seid ihr ja schon. Hallo, herzlich willkommen in unserem Zuhause und heute startet die Roomtour. Ich zeige euch mal das Wohn- und Esszimmer. Kommt herein. Oh, erst Schuhe ausziehen, bitte. Passt's? Egal, komm rein. Hier ist unser Eingangsbereich und zwar ganz wichtig, dass man sich wirklich wohl und willkommen fühlt, wenn man bei uns ist. Ich weiß, es ist ein ziemlich großer Raum, aber bei uns war es bisher immer so, in der alten Wohnung und auch in der davor war der Eingang immer relativ schmal, immer ganz klein und man musste wirklich sich immer durchdrücken, um in die Wohnung zu kommen. Deswegen haben wir hier einen großen Raum. Ursprünglich war hier geplant, dass hier hinter mir ein großer Einbauschrank entsteht, aber dann waren wir beim XXXLutz und der Murat hat sich in dieses Sofa hier verliebt. Deswegen haben wir dieses Sofa hier reingestellt und dann alles andere drumherum gebaut. Was hier am Eingang ziemlich schnell auffällt, ist der Fußboden. Was aussieht wie ein großer Teppich, sind in Wirklichkeit Zementmosaikplatten. Die sind alle handmade, kommen aus Bacharach und die haben wir gefunden über unsere Freundin Almut. Die macht die nämlich. Und es sind so Via-Platten, die erinnern so ein bisschen an Spanien. Da gibt es ja auch diese handgemachten Platten und Fliesen. Das hier sind Zementmosaikplatten und die haben wir den kompletten Raum damit gefüllt. Das war auch das Erste, was wir hier gemacht haben. Zuerst den Fußboden ausgesucht, dann haben wir die Wände gestaltet. Hier oben noch den Stuck, der wirklich super dazu passt. Dann kam von Murat die Idee mit dem Sofa. Und jetzt habe ich praktisch drumherum einfach noch die Kleiderschränke gebaut. Also hier links und rechts haben wir jeweils einen großen Kleiderschrank. Da passen unsere Jacken rein, unsere Schuhe, aber eben auch die Schuhe und die Jacken von den Gästen, was mir besonders wichtig war. Hier ist zum Beispiel der Kleiderschrank mit meinen Sachen, also so meine Jacken und meine Schuhe, die ich so momentan trage. Der Rest ist oben. Und hier habe ich dann einfach noch so eine Stange dran gemacht für Handtaschen, also so für die zwei, die ich so jeden Tag habe. So hat nämlich auch die Handtasche endlich einen Platz und steht nicht irgendwo in der Ecke herum. Hier neben der Eingangstür haben wir auch direkt unsere Stahlholztreppe. Die haben wir selber gemacht, mit dem Alex zusammen. Und dann habe ich mir gedacht, nutzen wir einfach den Platz unter der Treppe und machen einfach noch einen Kleiderschrank hin für die Kinder. Hier können Samira und Ella nämlich ihre Sachen schön verstauen. Und vor allem, ihr kennt das Problem, die Kinder können jetzt ihre Jacken und Schuhe selber aufräumen. Vorher war es nämlich immer so, Mama, hier meine Jacke, hier meine Schuhe, räum's mal weg, weil einfach die Garderobenstange immer zu hoch war. Jetzt können sie es selber aufhängen und ich habe die Arbeit nicht mehr mit dem Hinterherräumen. Und dann kommt man von hier aus direkt in die Wohnung. Bei uns ist der Mittelpunkt des Hauses natürlich die Küche, deswegen sieht man die hier wirklich zuallererst. Zur Küche kommen wir aber ein anderes Mal, da mache ich ein gesondertes Video. Und direkt an die Küche angeschlossen ist der Wohn-Essbereich. Da fühlen wir uns am wohlsten. Wir haben auch extra eine offene Küche gewählt, damit wir wirklich alles hier integrieren können, weil ich einfach den ganzen Tag in der Küche stehe, die Kinder helfen mir, Murat macht immer Tee, von daher passt alles wirklich gut zusammen. Ja, hier haben wir unseren Wohn-Essbereich, der ist auch relativ großzügig, mit Blick direkt raus auf die Terrasse. Und ich zeige euch jetzt hier einfach mal so die einzelnen Sachen. Vielleicht könnt ihr da die eine oder andere Idee euch abschauen. Pust da gerade mit Hochdruck die Terrasse. Wisst ihr, ich will hier gerade moderieren, aber Murat putzt die Terrasse. Wir gucken jetzt erstmal zu Murat, was der hier macht. Ach, das ist doch ein vorbildlicher Ehemann. Der putzt jeden Tag die Terrasse. Normalerweise macht man ja, wenn man ein Haus plant, am besten eine Raum-zu-Raum-Planung. Das heißt, wenn man beim Architekten sitzt, das Haus plant und die Räume so durchgeht, weiß man im Prinzip schon, wo steht das Sofa, wo soll mal der Esstisch stehen. Und bei uns war es aber so, wir haben das Haus geplant mit Murats Bruder, der ist Bauzeichner. Und ich habe mir natürlich überlegt, wo soll was stehen, aber so ganz hatten wir noch kein Raumkonzept. Wir haben dann gesagt, komm, wir fangen jetzt einfach mal an
Und so war das dann auch. War ein bisschen blöd, denn am Ende sind die Kosten natürlich etwas höher. Am Anfang kann man nämlich sagen, ich plane das alles, weiß ganz genau, was auf mich zukommt und bin eben nicht so ganz spontan und flexibel. Wir haben uns aber dann doch für spontan und flexibel entschieden, weil wir auch noch nicht wussten, welchen Stil wollen wir. Wollen wir so ein bisschen feiner? Wollen wir den Fabrikstil? Wollen wir, keine Ahnung, shabby chic gibt es, glaube ich, auch noch. Deswegen waren wir da relativ offen. Was wir aber am Anfang direkt schon wussten, das haben wir nämlich bei unserem Freund Norbert gesehen, war der Sichtbeton. Estrich. Und zwar ist es ein richtig schöner, wunderschöner Bodenbelag. Den haben wir hier, aber auch vorne in der Küche. Und im Prinzip ist der gar nicht so teuer, wie viele auch immer denken. Normalerweise braucht man ja einen ganz normalen Estrich und dann eben den Fußbodenbelag. Ein Estrich kostet so im Schnitt etwa 35 Euro. Und je nachdem, was für einen Fußbodenbelag man dann nimmt, egal ob Fliesen, Parkett, Laminat, Teppichboden oder was auch immer, ist man schnell mal bei 100 Euro oder mehr. Und wir haben jetzt hier in den Bereichen einfach den Sichtbeton-Estrich genommen. Und beim Sichtbeton-Estrich, da waren wir deutlich unter 100 Euro. Das macht aber auch nicht jeder. Bei uns hat es jetzt der Bernd gemacht, und zwar die Firma Mortimer. Das macht auch nicht jeder, weil man beim Arbeiten wirklich sehr sauber und präzise arbeiten muss. Und aus Garantiegründen macht es wirklich nicht jede Firma. Hier bei uns im Erdgeschoss hat es wirklich super gepasst. Ich liebe den Fußboden, weil er total einfach ist in der Reinigung. Er ist ganz pflegeleicht und ich bin aber auch so ein Mensch, ich sehe gern den Dreck und mache ihn weg. Hier sieht man ihn nicht unbedingt, aber man kann ihn eben auch wieder ganz schnell wegmachen. Zum Teppich kommen wir später. Jetzt zeige ich euch erstmal noch die Möbel. Das erste, was wir fürs Wohnzimmer ausgesucht haben, ist das Sofa. Das Sofa ist, finde ich, so ein ganz wichtiges Möbelstück, denn da verbringt man auch relativ viel Zeit drauf. Es muss bequem sein, es müssen alle drauf passen, es muss aber auch schön und stylisch sein. Und wir haben uns jetzt hier für dieses Sofa entschieden. Und bei uns sagen jetzt auch wirklich viele, wow, ihr habt echt viele Farben bei euch im Wohnzimmer und es ist echt sehr mutig. Es gibt wirklich verschiedene Arten von Menschen. Es gibt die Menschen, die sagen, ich kaufe mir alle 3 bis 4 Jahre neue Möbel, kaufe deswegen günstig ein und schmeiße dann nach 3, 4 Jahren weg. Und es gibt die, die sagen, ich lege Wert auf Qualität, hole mir mein Möbelstück einmal und habe wirklich ganz lange was davon. Wir sind so von der Sorte Letzteres, also wir wollen einmal ein Möbelstück holen und wirklich viele Jahre was davon haben. Daher muss auch die Qualität stimmen. Und wir haben zwar Farbe gewählt, aber ich muss auch sagen, wir sind sehr mutig. Wir leben jetzt schon seit 10 Jahren zusammen, Murat und ich. Und wir hatten unsere erste Wohnung, die war relativ schlicht und braun gehalten. Die zweite Wohnung war sehr weiß. Und irgendwann habe ich gesagt, komm Murat, Mut zur Farbe, denn ich liebe Farben, ich liebe das Bunte. Das ist bei mir wie, wenn ich so eine bunte Blumenwiese sehe, da geht es mir auf einen Schlag viel besser, weil Farben mich, einfach mich persönlich, sehr glücklich machen. Deswegen haben wir auch hier die Wandfarbe so gewählt in Petrol. Und Petrol und Senf oder Petrol und Kurkuma sind einfach so Farben, die ich sehr liebe. Eine richtig tolle Kombi. Deswegen hat mir auch die Iris letztes Jahr diesen Adventskranz gemacht in meine Lieblingsfarben. Und bei mir ist es nicht ein Adventskranz, es ist einfach ein Alljahreskranz, denn der steht bei mir jetzt schon fast ein halbes Jahr. Und der steht auch hier, weil er einfach schön und dazu passt. Dieses Sofa hier ist von Mustering, das haben wir auch bei XXX Lutz ausgesucht. Da gibt es ja wirklich eine riesen Auswahl. Man kann hinfahren, alle Möbel einmal ausprobieren, drauf liegen, drauf sitzen, die Beine ausstrecken. Meine Lieblingshaltung auf dem Sofa ist übrigens die hier. Da lege ich hier und uns war wichtig, dass Murat und ich Platz haben, dass aber auch die Kinder Platz haben. Wir sind jetzt nicht so die Fernsehgucker, aber irgendwann am Abend muss doch eine Serie sein. Beim XXX Lutz hat man den Vorteil, dass es da Möbel gibt für alle Preisklassen. Wir haben uns so in der mittleren Schiene bewegt, haben wirklich darauf geachtet auf gute Qualität, regionale Hersteller und auf stylisches Aussehen. Und wir gehen jetzt zusammen zum XXX Lutz und schauen uns dort die Möbel an. Oh, das ist schön. Aber nicht fürs Wohnzimmer. Nee, aber ich finde das jetzt cool, wenn das jetzt im Ding wäre, im Eingang. Weil der Eingang ist groß und ich finde, wenn man ein Sofa steht, da kommst du rein und es sieht zum dann... Zum Schuhe anziehen. Ja, und dann, ja, zum Schuhe anziehen. Da wollen wir eh eine Sitzmöglichkeit. Ja, und dann sieht es halt gleich aus, da kommst du rein und dann siehst du, hey komm, setz dich hin, fühl dich wohl. Aber ist halt schon groß. Ja. Passt das rein? Ja, ich denke schon. Und dann ist das andere... Vielleicht gucken, ne, dass wir dann irgendwie rechts noch einen Schrank oder so... Oder weißt du, wie oft ich schon im Eingang auf dich warte, bis du fertig bist? Ich habe bestimmt schon ohne... Stimmt doch gar nicht. Doch, ich warte immer auf dich. Ich habe bestimmt schon ohne Witz, bestimmt schon drei Jahre meines Lebens im Eingang verbracht, weil ich sage, Schatz, wir gehen, wir gehen, wir gehen. Ja, aber wisst ihr warum? Weil der Murat, der macht es sich immer einfach. Der sagt dann immer, wir gehen jetzt. Und er zieht einfach nur seine Jacke an und seine Schuhe und fertig. Ich ziehe mich an, die Kinder,
Ich finde es auch cool, einfach mal. Muss man den Tee ausmachen. Ich könnte hier auch einfach nur flacken im Mond, im Eingang. Machst du ein Nickerchen? Ja. So. Die Kissen gibt's dir dann dazu? Die sind dabei, ja. Cool. Und den Stoff kann man sich aussuchen, genau, ne? Genau, richtig. Ach, wie schön. Guck mal, das ist jetzt 100%, kannst du garantieren, das ideale Sofa für Mama und Papa. Die hocken dann gerade und das ist dann so. Die sitzen halt gern, ne? Wenn meine Eltern sitzen. So wie früher, ne? So wie früher, dann sitzt man aufrecht, gerade. Kann es gerade sein, du wirst gerade eins mit dem Sofa, weißt du? Mit deinem Oberteil. Das ist mein Sofa. Ja. Karo. Und ich meine, es gibt verschiedene. Nee, so ein Karo-Muster habe ich noch gar nicht als Hemd. Es gibt verschiedene Geschmäcker, aber kannst du mir einen Gefallen tun? Wenn das Sofa jemand kauft, kannst du mich anrufen? Um mich mit der Person verbinden, weil ich immer gerne mit der reden. Wirklich. Ich meine, bequem ist es ja, aber. Es ist, ganz ehrlich, es ist saumäßig bequem. Ehrlich. Und man sitzt wie in so einer British Tea Time. Ich muss so sagen, gerade bei den alten Garnituren oder konservativen Garnituren sitzt man teilweise besser als ja bei den ganz modernen. Jetzt bin ich aus wie ein Flugzeug, muss ich echt sagen. Also, ich bin in meinem Leben noch nie Business geflogen. Ich auch. Aber ich habe mal Menschen aber gesehen, so die haben es getan. Aber so stelle ich es mir vor. Boah, was machst genau du? Genau so stelle ich es mir vor. Oh. Okay. Oh mein Gott. Mach nochmal runter. So, das ist jetzt so ein richtig cooles, meiner Meinung nach, Männersofa. Also so richtig Leder. Und ich zeige jetzt mal was. Darf ich das mal zeigen kurz? Und mal, guck mal, hier, siehst du das? Er hat ein paar Kratzer reingemacht jetzt. Aber jetzt machst du so. Und dann ist sie wieder weg. Und das ist so, finde ich, ein typisches Männersofa. Und es hat auch eine Funktion. Boah. Boah. Also wenn ich bestimmen könnte, dann wäre das definitiv einer der Favoriten. Richtig, aber guck mal, weißt du, wie es anhört? Hört man es vom Ton her? Tom, hörst du das? Wenn ich zurückfahre, hört es sich an, als würde ich einen krachen lassen. Mach ich aber nicht. Ich verspreche dir, lass keinen krachen. Finde ich richtig cool. Wirklich. Gefällt mir. Ein richtig cooles Männersofa. Guck, das ist das Kuschelsofa. Hallo, musst deine Arme aufmachen zum Kuscheln. So. Also ich finde beim Möbelkauf, ich meine, ihr kennt uns ja, ich will halt gerne darauf achten, dass wir auch regionale Sachen kaufen. Ich meine, es ist halt so, alles hat seinen Preis und jeder möchte fair verdienen, aber jeder muss auch fair bezahlen. Man kann nicht sagen, man möchte ein faires Gehalt bekommen, kauft aber dann nur importierte Sachen, das geht halt nicht. Ja. Und wer fair verdienen will, muss eben auch fair bezahlen. Und deswegen achten wir beim Möbelkauf drauf, dass wir eben auch regionale Hersteller haben. Das heißt für mich also zum Beispiel. Das funktioniert nicht überall das immer. Geht nicht überall. Weil man kauft ja auch Möbelstücke, weil es einem passen muss. Genau. Gefallen, aber man achtet aber ein bisschen man kann auf. Drauf genau. Achten. Wir gucken jetzt hier eben auch nach Marken und Herstellern, die eben aus der Region sind. Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja. Rolf Benz, Mustering, ja. Hülster, Rolf Dieter Benz Knoll. Fällt mir was ein. Und zwar, ich habe früher in der Druckerei gearbeitet, in Oberndorf am Neckar. Beim Otto-Druck darf ich die Werbung machen. Ja. Und wir haben immer die Visitenkarten für Rolf Benz gemacht. Echt? Und, ja, und Rolf Ach, Benz, daher kennst du die? Ja, und Rolf Benz ist aus Nagold. Okay. Und ich habe sogar eine Zuschauerin, der ihr Mannschaft bei Rolf Benz in Nagold. Also darauf kann man auch achten. Oder zum Beispiel Team 7. Mhm. Team 7 ist aus Österreich. Ja. Das ist so eine Manufaktur. Die Möbel sind in erster Hinsicht etwas teurer, aber wirklich fair hergestellt. Und es gibt ja auch verschiedene Käuferschichten. Der eine sagt ja, ich kaufe mir jetzt ein Möbelstück extra, ganz günstig, damit ich in 3 Jahren wieder ein neues holen kann. Und der andere sagt, ich lege Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit. Wir zum Beispiel, wir wollen nicht so viel Müll auf der Welt produzieren. Deswegen, wir haben auch unser altes Sofa nicht weggeschmissen, sondern wir haben es einfach in der alten Wohnung gelassen für unseren Freund Volkan. Ja. Also die Möbel wurden alle weitergeschenkt und werden jetzt auch weiter benutzt. Das ist auch ein super hochwertiges Sofa. Also das hat uns auch jetzt viele Jahre viel Freude bereitet. Und wir gehören eigentlich auch eher zur Käuferschicht. Wir wollen es jetzt einmal kaufen und dann einfach für die nächsten Jahre. Da gibt es ja zum Beispiel Hülster. Hülster ist auch cool, weil Hülster sagt, Tropenhölzer gehören in die Tropen, wir nehmen heimische Hölzer. Finde ich eine coole Geschichte. Cool. Und da muss man halt wirklich darauf achten, in welcher Lebenssituation ist man. Hat man etwas mehr Geld? Achtet man auf Qualität? Wenn man es machen kann, dann sollte man es auch machen, wirklich. Ja. Ja. Zumindest vielleicht auch gerade bei sowas Großem wie ein Sofa oder. Ja. Ja. Und Rolf Benz war schon immer ein Fan davon, muss ich sagen. Aber ich glaube, wir haben da hinten was gesehen, was uns ein bisschen mehr ansagt.
Gehen wir kurz rüber. Komm, ich zeig's dir. Okay. Das finde ich cool, weil wir haben ja auch einen Fernseher, klar, im Wohnzimmer. Ich meine, der Murat, der ist ja so, ne? Wir stehen morgens auf. Das Erste, was Murat macht, nach dem Zähneputzen und Anziehen, Fernseher an, Nachrichten gucken. Und ich bin eher so, ich will bis zum Abend eigentlich keinen Fernseher sehen. Deswegen decke ich den dann lieber ab. Direkt so. Kann man da aber die Farbe vom Glas ändern? Du kannst die Farben nochmal ändern. Das kann ich dir mal hier zeigen. Und der ist auch von Hülster. Das wäre von Hülster, genau. Okay. Das ist ein deutscher Hersteller. Okay. Die sind eigentlich sehr flexibel. Mhm. Man kann das sogar Decken hochbekommen, wirklich. Perfekt an die Wand anpassen, an die Decke. Wir haben ja hohe Räume, vielleicht. Richtig. Müssen wir überlegen, ob es dann zu viel wird oder ob wir vielleicht doch auf der Höhe bleiben. Das wirkt halt ein bisschen luftiger. Dieses Sofa ist für die türkische Großfamilie, Murat. Wenn du mir das kaufst, dann kann ich gerne noch mal zwei Kinder haben. Ehrlich? Dann passen wir alle drauf. Ich verstehe zwar das Zwischending da nicht, aber... Das Zwischending kannst du rausmachen, dann wird es ein bisschen kleiner. Ah, ja. Also, wenn du den Platz hast, wirklich der absolute Hammer, wirklich. Richtig schön. Boah. Aber ich glaube, bei uns wird es fast zu eng, gell? Ja, und der Stoff wäre bei uns auch zu schade. Meinst du, kann man nicht abwaschen? Doch, oder? Doch schon, aber ich finde einfach, das wäre echt zu schade für uns. Aber jetzt haben wir ja schon Samt im Eingang, deswegen... Mhm. Aber wunderschön, wirklich. Boah, gefällt mir. Ist das schön. Und so bequem. Das ist halt das schönste Sofa, was ich heute hier gesehen habe. Also das ist halt... Oh, mit Funktion. Der Stoff ist cool, darf ich mal gucken? Boah, das ist immer cool. Schau mal, Murat, das ist genau was für dich. Und das ist jetzt echtes Leder, ne? Richtig. Eigentlich wollte ich ja nie ein Ledersofa, denn im Sommer ist es so... Weißt du, da klebt man dann so drauf mit kurzen Hosen, im Winter ist es so kalt. Aber das fühlt sich ja gar nicht so kalt an. Also, wie... Gibt es da irgendwie Unterschiede? Es kommt ein bisschen auf die Wertigkeit von dem Leder drauf an. Okay. Das heißt, umso hochwertiger das Leder, umso atmungsaktiver ist es auch. Da ist zwar Farbe drauf, aber es ist schon offenporig. Mhm. Dadurch wirkt es auch relativ warm. Das heißt, im Winter ist es nicht so kalt und im Sommer ist es nicht allzu heiß. Und ich finde, es ist auch ein weiches Leder. Ja. Mir gefällt es. Und wie ist das mit Kindern? Mir gefällt die Farbe auch hammermäßig. Ich liebe die Farbe. Es ist kein naturbelassenes Leder, das heißt, es ist nicht so empfindlich. Mhm. Man kann es gut abwaschen, putzen. Ne? Da wird nicht viel drauf aufkommen, sage ich mal. Ist auf jeden Fall pflegeleichter als ein Stoff. Okay. Guck mal, und wir zwei? Wir zwei sind ja nicht gerade die schlanksten. Richtig. Tut mir leid. Aber guck mal, voll cool, oder? Ja. Und ich würde schon dieses Senfgelb-Kurkuma nehmen, weil wir haben ja die Wand Petrol tapeziert. Und ich glaube, es passt echt gut. Dann noch ein bisschen Olivgrün dazu. Ein bisschen Weiß. Perfekt. Kommt auch cool, Weiß. So ein bisschen so erdige Töne. Ja. Ich würde nichts Bäriges reinnehmen, das finde ich zu krass, aber so Erdtöne. Da sieht man sich auch nicht satt. Also kann man das auch konfigurieren? Ja. So klein, groß, genau. Mit L, ohne richtig. L? Okay. Ja. Also so wie du es möchtest, könnte man es hier nochmal konfigurieren. Ich zeige es dir mal gerade. Cool. Oder euch. Ob es größer sein soll, kleiner sein soll, vollkommen egal. X-Beliebig kannst du sagen. Genau. Kannst du es dann auch billiger und teurer machen? Geht es dann auch mit dem iPad? Kommt immer auf die Person drauf. Okay. Aber was ist auch das Coole ist, ich sehe es jetzt gerade, das ist ein Sofa von Mustering. Richtig. Das ist Made in Germany. Richtig. Finde ich eine coole Geschichte. Also mir gefällt es auf jeden Fall von der Farbe her. Und ist richtig chillig. Und guck mal, das kann man auch jetzt auch auf Chill-Modus machen. Ich sage immer, das ist und jetzt die so. Die Rückenlehne kann man auch, ne? Die kann man auch bewegen, genau richtig. Cool. Das wäre jetzt der Besuch-Modus. Guck mal, ich stehe jetzt so da und kann mit den Menschen ziemlich normal unterhalten. Und jetzt machen wir mal kurz Netflix-Modus, Fußball-Modus. Und ich habe meine Ecke. Genau, Fußball-Modus, Football-Modus. Cool. Und da können wir dann mit Kissen drauf dekorieren. Handball-Modus, Schlammcatchen. Nein, das nicht. Muss ich nicht mehr arbeiten. Das stimmt mit dir nicht. Ja, finde ich cool. Gefällt mir. Nimm mal. Fünf. Gebrochen. Yeah. Okay. Ja, Esszimmermöbel sind bei uns ziemlich wichtig. Auch bei der Auswahl, da tun wir uns echt schwer. Die Stühle müssen bequem sein, der Tisch muss lang genug sein. Vor allem bei uns spielt das Esszimmer eine große Rolle, denn wir essen gerne und wenn wir Freunde da haben oder Besuche, wir sind immer am Esstisch, Murat. Ja. Und bei meiner Mama zum Beispiel war es immer so, die hatte einen 2-Meter-Tisch. Und wenn dann Besuch kam, mussten wir den immer ausziehen. Dann aus jedem Raum, irgendwo war immer ein Stuhl. Dann haben wir alles so zusammengewürfelt.
Und ich hätte es gern so, ich meine, wir haben ja die Länge bei uns im Esszimmer und ich hätte halt einfach gern einen großen langen Esstisch, wo mindestens, sagen wir jetzt Personen. Mal, 10 bis 12 ja. dran passen immer, wo wir immer die Stühle dran haben, nichts ausbauen müssen, nichts zusammenklappen. Das wäre mir wichtig. Weil wir essen, also nicht, dass wir jetzt dann dauernd nur am Essen sind. Nee, aber wenn wir essen, dann bewusst und lange. Genau, und dann essen wir auch lange oder mit Freunden zusammen. Und für uns ist einfach das Schönste, also bei uns finden die coolsten Partys in der Küche statt. Ja. Und nach der Küche dann Esstisch, ja, alles zusammenhocken. Wir frühstücken immer mit meinen Eltern am Wochenende. Ja. Jetzt können dann meine Eltern immer zu uns runterkommen. Weißt? Schön lang und vor allem finde ich cool, wenn er natürlich ist. Wie viele Personen seid ihr? Also wir sind 4 plus meine Eltern 6, aber ich habe da noch meine Schwester, mein Bruder. Ja, dann also auf jeden Fall genau. Dann kommt vielleicht noch die Nadja mit ihrem Mann irgendwann, weißt du, das auf jeden Fall. Ich hätte eigentlich eine gute Idee. Ja? Tisch, ja. Habt ihr auch Tische, die jetzt über 2 Meter ohne also Ausbau? Von Hüls seid ich euch. Ja? Für euch etwas, ja. Genau, das wäre mir auch wichtig, dass wir da auch wieder was Genau, da können wir wieder auch was Regionales machen. Wobei, man sagen, das ist Team 7 jetzt, gell? Richtig. Das ist jetzt, klar, das ist etwas, es hört sich jetzt voll blöd an, wenn man sagt, hochpreisiger. Weil es ist eine Manufaktur ist, ich weiß, ist aus Wien, Team 7, man sau coole Sachen, muss ich ehrlich sagen. Hülster kommt ja auch bei uns aus Deutschland? Ich würde aber fast sagen, dass es auf dem gleichen Niveau ist. Okay. Ja. Team 7 und Hülster ist schon gleichwertig in meinen Augen, ja. Okay. Das heißt, da müssen wir uns einfach gucken, was besser gefällt und reinpasst? Okay. Nur vom Tisch her wird es, glaube ich, jetzt bei Hülster ein bisschen moderner aussehen. Okay. Und vor allem lang, ganz wichtig, ganz lang. Das und die Stühle müssen ganz bequem sein. Ja, die Stühle bequem und dann vielleicht noch ein bisschen dunkleren Ton. Nicht schwarz, aber einen dunkleren Ton. Kommt mit. Aber der ist auch richtig schön. Stühle gibt es ja in Hülle und Fülle und viele verschiedene Formen. Ich mag zum Beispiel ganz gerne Stühle, die einfach 4 Beine haben. Deswegen glaube ich schon, entscheiden wir uns für diesen hier. So Schwingstühle sind zwar eigentlich ganz bequem, man kann auch immer so ein bisschen wippen und ja, das ist nicht so ganz statisch und fest. Aber ich weiß auch nicht, auch zum Saubermachen. Ich finde einfach, ich bin so der klassische Typ. Der Stuhl mit 4 Beinen. Und ich mag es auch ganz gerne, wenn er so ein bisschen hier um die Kurve geht. Oh. Die Stühle sind auch bequem. Das ist cool, ja. Kann man da auch den Bezug anders machen? Richtig. Ja. Nicht schwarz. Okay. Also schwarz wollte ich jetzt nicht. Nee, schwarz, weil bei uns ist die Wand Petrol. Ja. Das Sofa ist. Haben wir jetzt Senfgelb ausgesucht? Genau, Senfgelb. Und das ist Ding, also auch ein warmer Ton. Ich würde so in die dunkelblau, dunkelgrün oder. Ja. Dunkelgrün vielleicht. Gelb würde ich jetzt nicht nehmen, weil es haben wir am Sofa. Aber das Grün finde ich cool. Das Olivgrün finde ich cool. Oder wir könnten auch. Grau. Grau wird auch passen, aber ich finde Olivgrün eigentlich. Olivgrün. Ich glaube auch, Olivgrün würde ganz gut aussehen. Ich finde auch cool, der Tisch ist so natürlich. Holz, richtig cool. Mhm. Und vor allem die Chromfüße finde ich cool. Also weil hier wächst dann Chrom und irgendwie Holz ineinander rein. Richtig. Ja. Finde ich cool. Wie groß ist der jetzt? Der ist jetzt insgesamt 2,20. Aber der wäre zu klein. Weil hier aber haben guck mal, du könntest 6, bei 2,20 Meter schon 6 Personen 7, 8. plus A. Ja, den können wir aber größer bekommen. Ja. Das wird gehen. Also 8 ist fast wenn zu klein. Wenn wir den so um 4 Plätze erweitern. Genau, so auf 3 Meter circa würden wir den schon bekommen. Wird passen? Wird passen. Dann kriegen wir also zu uns kommt immer eine Fußballmannschaft. Eins. Komplett. Echt? Oder wenn wir unser Team, der Tom, der Marius, der Marcel, der Frank. Würden wir aber hinkriegen. Ja. Kriegen wir hin mit Hülster. Ja. Die sind sehr flexibel. Nee, ich glaube, ich gerne den. Ich finde es auch schön, schöner warmer Ton. Auch die Höhe ist optimal, denke ich mal. Ja. Cool. Schön. Richtig schön, das der grobe Seite. Da können wir ja an der Wohnwand auch dieses Nussbaum. Ja. Schau, da kann man bei der Wohnwand ja auch Nussbaum nehmen, dann passt das Holz zu dem. Aschenisch Nussbaum. Cool. Finde ich gut. Und da bräuchten wir jetzt halt noch eine Leuchte, die jetzt irgendwie noch über den ganzen Tisch, genau, richtig. Eine coole Geschichte. Wir können ja damit erstmal anfangen, ja. Sieht man es, kann man es natürlich gleich vorstellen. Leuchten sind echt das Problem. Cool. Cool, sogar Red Dot Award Winner. Ja. Also, dann haben wir das auch. Der Günni würde jetzt sagen, ich sehe aus wie ein typischer türkischer Teppichverkäufer. Aber hey, Teppich ist sowas Geniales, wirklich. Das ist wirklich, guckt euch mal das Ding an. Wahnsinn. Oder was noch viel cooler ist, guck mal, ich zeige euch mal einen Teppich, der ist richtig genial. Und zwar gerade da hier vorne.
Problem ist, wenn das Haus noch gar nicht dekoriert ist, dann passt ja alles. Dann passt jeder Stil. Und dann könnte man am liebsten immer alles kaufen. Blumen auf dem Tisch sind auch immer schön. Und Schnittblumen mag ich nicht so ganz gerne, weil frische Schnittblumen, die hat man dann für ein paar Tage und dann sind sie wieder kaputt. Und ich finde, mittlerweile gibt es echt richtig tolle Kunstblumen. Und dann kann man sich so ein Gesteck machen für auf den Esstisch zum Beispiel oder für einen Wohnzimmertisch. Und dann hat man es immer schön. Dem Murat wird so ein Butter gut gefallen. Kann er mal an dem Bauch streichen und mal an seinem eigenen. Spaß. Ich bin ja voll der Kisten- und Körbe-Mensch. Man muss halt immer aufpassen, dass man nicht zu viele davon nimmt. Aber so gezielt eingesetzt finde ich es schon ganz praktisch. Da kann man auch mal Sachen verstauen, wie Kleinteile zum Beispiel. Und dann sieht es immer gleich richtig ordentlich und trotzdem dekorativ aus. Jetzt haben wir ja unser Sofa schon seit etwa 5-6 Monaten jeden Tag in Gebrauch und ich bin echt mega zufrieden. Die Farbe gefällt mir, vor allem die Pflege. Wir hatten in unserer alten Wohnung auch ein Wildledersofa, auch vom XXX Lutz. Damit war ich auch sehr zufrieden. Da hatten wir eben nur das Problem, dass die Ella einfach doch immer wieder mal was verschüttet auf dem Sofa und irgendwann hast du Flecken. Du kriegst es zwar sauber, auch das Wildledersofa wurde immer sauber, aber man musste es eben immer nass reinigen. Jetzt haben wir hier diesen tollen Lederbezug und der ist echt super. Ich kann ihn einfach abwischen. Murat hatte hier sogar mal Kugelschreiberflecken weggemacht, also echt mega. Das Einzige, was ich ändern würde, ist die Größe des Sofas. So sieht es zwar relativ groß aus, aber wir sind ja schon zu viert. Meine Eltern sind ständig hier, dann sind wir zu sechst. Und wenn wir dann noch Freunde zu Gast haben, wird das Sofa echt eng. Ich meine, ich sitze auch gerne mal auf dem Boden, vor allem auf dem Teppich. Hier haben wir noch diesen Sessel mit dazu genommen, das passt. Aber ich glaube, so eine Sofaeinheit mehr hätte hier echt gut getan. Und dann hätten alle wirklich ganz, ganz viel Platz. Ich bin ja hier mehr so der Buchleser oder auch mal der Seriengucker. Bei Murat ist aber das Erste, was er macht, wenn er morgens aufsteht. Er kommt herunter, natürlich nach dem Zähneputzen und Anziehen, und schaltet den Fernseher ein. Denn er will nicht verpassen, was auf der Welt los ist. Also werden zuerst einmal die Nachrichten geguckt. Da bin ich ja echt mega allergisch. Also Nachrichten gucke ich gar nicht so gerne, weil ich immer sage, ändern kannst du es eh nicht und dann kommt eh nur Schlechtes, dann hast du schlechte Laune. Jedenfalls hat er gesagt, der Fernseher muss da drüben direkt gegenüber von der Couch hin. Und ich wollte einfach nicht, dass man den Fernseher ständig sieht. Und deswegen haben wir uns dann für diese Wohnwand entschieden. Da hat der Fernseher schön Platz. Wir müssen den nur in der Höhe noch ein bisschen verstellen, dass er mittig sitzt. Und das Außenrum kam dann einfach so dazu, weil wir das auch eben im Ladengeschäft beim XXX Lutz entdeckt haben. Und ich einfach nach einer Möglichkeit gesucht habe, den Fernseher abzudecken. Die Wohnwand hier, die ist von Hülsternau, also auch ein regionaler Hersteller. Und ursprünglich wollte ich gar keine Wohnwand. Ich wollte im Prinzip nur den Fernseher haben, irgendwas zum Abdecken und vielleicht ein Sideboard für drunter. Weil wir haben es wirklich gelernt, wir haben gesagt, okay, je mehr Möbel man hat, umso mehr stellt man voll. Jetzt wird es doch die Wohnwand, weil ich es dort echt sehr dekorativ fand. Und jetzt haben wir natürlich alle Elemente hier dekoriert. Das heißt, farblich passend, immer was Schönes reingestellt, Bilder reingestellt, weil ich es einfach immer schön finde, von Familie und von meinen Freunden jeden Tag angelacht zu werden. Und hier haben wir einfach die Möglichkeit, diesen Schrank immer wieder individuell zu dekorieren. Jetzt habe ich schöne bunte Sachen drin, aber wenn ich dann doch irgendwann die Schnauze voll habe, nehme ich einfach alle bunten Dekoteile raus, kann auch was Neutrales reinstellen und so kann man wirklich individuell immer wieder umdekorieren. Das finde ich schön. Hier haben wir auch eine schöne Deko selbst gemacht und zwar vom Volkan Beton Artwork on Instagram. Das ist der mit dem süßen Lächeln und der hat uns hier eine Lampe gemacht. Den Whisky habe ich zwar nicht getrunken, aber er hat uns aus einer schönen alten Whiskyflasche eine richtig coole Designerlampe gemacht. Der sucht, sammelt und findet irgendwelche Dinge, wo du echt denkst, eigentlich gehört es auf den Müll und er macht dann so was Geniales draus. Echt cool. Müssen wir nur noch anschließen, dass wir es auch anmachen können. Und so lange benutzen wir hier. Das war Murats Idee hier. Einfach die Schrankbeleuchtung. Dann streichelst du einmal den Schrank und dann geht die Beleuchtung an. Das war Murats Wunsch. Er will den Schrank streicheln. Und du hast halt keinen hässlichen Lichtschalter. Nirgends.
Apropos Lichtschalter. Wir haben ja hier im Wohnzimmer und allgemein im ganzen Haus ziemlich viele und große Fenster. Wir haben überall eine Beleuchtung. Okay, das hat jeder, das ist sehr logisch. Aber normalerweise hat man ja dann immer so eine riesen Batterie an Lichtschaltern, die man entweder beschriften muss oder die man sich einprägen muss. Dann hat man Lichtschalter, vielleicht noch Musikschalter, weil man Radio in der Küche hat. Dann noch was für die Jalousie. Und dann hat man hier wirklich von oben bis unten irgendwie 20 Schalter. Wir haben das Ganze so gelöst mit unserem Smart Home von Luxon. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht. Deswegen haben wir hier auch im Wohnbereich nur einen Schalter und mit dem kann ich alles steuern. Eigentlich steuert sich das Haus von ganz alleine, denn es weiß, wann ich wie die Beleuchtung haben möchte, wann ich keine Beleuchtung haben möchte. Wenn ich den Fernseher anmache, kommt direkt schon ein Stimmungslicht, das helle Licht verschwindet, die Jalousien fahren abends runter und morgens wieder hoch. Also alles ganz automatisch, so wie wir es eben einprogrammiert haben. Und hier habe ich aber trotzdem den Schalter, falls ich dann doch mal manuell was einstellen will, dann muss ich nicht ständig ans Handy und muss nicht alles über die App machen, sondern kann das auch hier machen. Und wir haben jetzt unseren Schalter so programmiert, der hat einfach 5 Punkte. In der Mitte steuern wir das Licht, rechts oben und unten kommt Musik und links oben und unten, damit kann ich dann die Jalousie steuern. Also wenn ich Musik will und es nicht vorher programmiert habe, kann ich einfach hier manuell die Musik anmachen. Wenn man dann auf die Terrasse gehen möchte oder einfach ein bisschen frische Luft will und die Tür aufmacht, dann regelt das Smart Home auch, dass die Jalousien hochfahren. Schaut mal. Dann weiß nämlich das Haus, aha, sie hat die Tür aufgemacht und möchte nach draußen gehen. Und dann haben wir hier einfach noch einen Insektenschutz. Hier in der Mitte einfach mit Magneten. Das haben wir beim Rollomeister machen lassen. Der kam dann, hat alles ausgemessen. Man kann direkt auch schon Fenster kaufen mit integriertem Insektenschutz. Das haben wir leider verpasst. Aber so passt es wirklich super gut. Der Rollomeister kam vorbei, hat alles ausgemessen und hat überall dann diesen Insektenschutz gemacht, den man wirklich super einfach öffnen und wieder schließen kann. Und so kommen dann auch keine Spinnen ins Haus oder Fliegen. Oder Wespen, da bleibt alles schön draußen. Was hier eigentlich Ellas Karussell ist, ist normalerweise ein Relax-Sessel. Der ist auch echt genial zum Buchlesen oder Fernsehen gucken oder einfach zum Mittagsschlaf machen. Leider habe ich keine Zeit für Mittagsschläfchen. Aber wenn, dann würde ich es hier machen. Aber der Stillsessel war auch genial. Nur sieht der halt echt ein bisschen stylischer aus und passt zur Petrolwand und zum senfgelben Sofa. Naja, ich zeige euch weiter das Wohnzimmer. Oh, und so lange darf hier das Alpaka wieder Platz nehmen. Die Kiste kennt ihr noch, gell? Die hatten wir in der alten Wohnung schon. Da sind auch immer noch unsere Decken drin, wenn wir abends auf dem Sofa liegen und kuscheln. Da brauche ich nämlich immer eine Decke. Egal wie warm es draußen ist, Sally hat immer eine Decke. Egal ob 30 Grad oder nur 5 Grad. Aber wenn ich auf dem Sofa liege, ich weiß nicht warum, da fange ich an zu frieren. Und dann brauche ich immer eine Decke. Und die haben wir hier drin, dicke und dünne und noch ein paar Kissen. Dann hat es jeder kuschelig schön. Und hier haben wir uns dann für den Esstisch entschieden von Hülster. Der ist jetzt 3 Meter lang. In unserer alten Wohnung hatten wir einen 2 Meter Tisch. Der war immer ein bisschen zu klein, weil wir eben eine große Familie sind und immer viele Freunde da haben zum Essen. Normalerweise sind wir so im kleinen Rahmen zu viert. Ella sitzt noch auf ihrem Stockerstuhl, auf dem Kinderstuhl, der mitwächst. Und Murat sitzt normalerweise hier, ich sitze da. Ich schaue nämlich gern in den Raum, Murat schaut gern aus dem Fenster und Samira, die sucht sich's aus. Mal sitzt sie neben mir, mal neben dem Papa und Ella hat hier immer den Platz, der Boss halt. Die kontrolliert immer alles und die guckt dann immer in die ganze Runde. Ist es bei euch eigentlich auch so? Habt ihr auch einen festen Sitzplatz oder rotiert ihr immer? Ich glaube, das ist immer so die meistgestellte Frage. Wenn nämlich Gäste zu uns kommen, sage ich immer, komm, freie Sitzplatzwahl. Die dürfen immer sitzen, wo sie wollen. Aber wenn wir unter uns sind, dann hat schon jeder so seinen festen Sitzplatz. Das gehört bei uns so ein bisschen auch zur Routine, finde ich. Und so zu den Gewohnheiten, die Ella und die Samira dann auch haben. Und ich glaube, das gibt denen so ein Stück Sicherheit, weil sie immer wissen, ich sitze da, Mama sitzt immer da und der Papa sitzt immer hier. Und Oma und Opa oder Tante Iris oder Tante Nadja oder auch die Eileen, die sitzen dann meist hier neben der Samira, meistens aber auch hier neben der Ella dann. Der Papa muss dann halt ausweichen, aber den Papa haben wir ja jeden Tag um uns. Deswegen passt es dann schon. Was hier auch ein ziemlich großer Blickfang ist, ist dieser Teppich. Und viele haben von euch schon nachgefragt, wo gibt es denn diesen Teppich? Aber bevor ich euch das sage, möchte ich erst einmal die Geschichte zum Teppich verraten. Und zwar ist es ja so, auf der Welt gibt es wirklich keine handgeknüpften Teppiche mehr, denn keiner setzt sich noch 3 bis 5, 7 Jahre hin und knüpft den Teppich per Hand. Das ist wirklich eine uralte Handwerkskunst, die einfach leider ausgestorben ist durch die Industrie.
Und es ist einfach auch viel zu teuer, das kann keiner mal bezahlen. Aber es gibt auf der Welt noch ganz viele handgeknüpfte Teppiche, die einfach schon Jahrhunderte alt sind. Und so hat ein Geschäftsmann in der Türkei diesen Teppich gemacht. Das ist ein komplett handgeknüpfter Teppich, ein richtig alter. Und zwar macht er das so, in der Türkei gibt es Millionen Haushalte und jeder Haushalt hat im Schnitt 5 Teppiche. Handgeknüpfte alte Teppiche, die werden dann auch von Generation zu Generation weitergegeben. Meine Eltern, die haben zum Beispiel auch noch 3 oder 4 handgeknüpfte Teppiche zu Hause, wo ich als Kind dann immer dachte, boah, so ein alter Teppich, der sieht ja gar nicht mehr schön aus, ist schon alt, der wurde schon geflickt. Aber mein Papa hat immer gesagt, der war so teuer und ist so wertvoll, den darf man nicht wegschmeißen. Und damals wusste ich das einfach noch nicht zu schätzen. Jetzt weiß ich's. Und dieser Geschäftsmann hat in der Türkei einfach von Haus zu Haus ging er spazieren, hat die Teppiche aufgekauft und hat gesagt, die werden nicht weggeschmissen. Und zwar werden die Teppiche eingekauft, dann werden sie geschnitten und gereinigt, eingefärbt und werden dann zusammengesetzt. Das heißt, man hat dann wirklich einen kompletten Vintage-Teppich, der eine ganz lange Tradition hat. Die Handwerkskunst wird aufrechterhalten und natürlich wird nichts weggeschmissen. Und hier habe ich übrigens auch den Unterschied gelernt zwischen Vintage und Retro. Das hat mir nämlich der Volkan erklärt. Und zwar dachte ich eigentlich immer, Retro und Vintage wäre das Gleiche. Ist es aber gar nicht. Du kannst zum Beispiel einen Retro-Kühlschrank kaufen. Der sieht aus, als wäre er von 1950, weil er einfach diesen Stil hat. Er ist aber ganz neu, also ist es was Nachgemachtes. Man hat einfach diesen Stil übernommen, aber eben ein neues Produkt gemacht. Und dann kannst du einen Vintage-Kühlschrank kaufen, der ist tatsächlich von 1950. Also das sind so die 2 Unterschiede. Und das hier ist auch wirklich ein Vintage-Teppich und kein Retro-Teppich. Es gibt nämlich ganz viele Teppiche dieser Sorte, die sind im Umlauf, die werden dann als Vintage verkauft, sind es aber gar nicht. Das sind dann viele synthetische. Und ich meine, man will ja keinen Synthetikteppich bei sich im Wohnzimmer haben, also einen Plastikteppich. Der hier ist wirklich aus Baumwolle und aus Ziegenhaar, wirklich ganz natürliche Materialien und alles zu 100% handmade. Und vor allem hält man so die Kultur und auch die Geschichte ein bisschen aufrecht. Deswegen haben wir den. Und den gibt es nicht nur in Kunterbunt, so wie ich ihn habe. Da gibt es wirklich ganz viele Muster, ganz viele verschiedene Farben. Und man kann wirklich aus allem heraus was auswählen. Also da gibt es wirklich was für jeden. Meine Eltern haben die Teppiche, wir haben den Teppich hier. Bei Samira ist noch ein Teppich drin. Und die sind wirklich richtig schön. Der Murat hat übrigens den Hersteller in der Türkei besucht, den Tolga. Und die beiden versuchen jetzt, die Teppiche nach Deutschland zu bringen. Denn von euch haben wirklich schon ganz viele danach gefragt. Und das ist übrigens nicht nur ein schöner Dekoteppich, sondern auch ein Spielteppich. Denn mit der Ella spiele ich hier, wo ist die Farbe grün? Und dann springt sie so plupp zu grün rüber. Und dann, wo ist blau? Dann springt sie rüber zu blau. Und dann können wir hier einfach schön die Farben lernen. Wir haben hier ziemlich hohe Decken und wir haben hier auch eine Akustikdecke gemacht. Ich meine, gut, es gibt schönere Decken, aber mich stören die Löcher jetzt nicht. Die Akustik ist hier wirklich gut, also es hört sich nicht so hallig an. Das haben wir natürlich machen müssen, weil wir hier eine Deckenhöhe von 3,50 Meter haben. Am Rand haben wir dann diesen Stuck angebracht mit dem Licht innen drin. Das war mein Wunsch, dass wir hier einfach auch schönes indirektes Licht haben. Und da wir hohe Decken haben, haben wir gedacht, machen wir eben auch hohe Türen. Sieht eigentlich, finde ich, ziemlich cool aus, denn so eine normal hohe Tür, die wird hier einfach verloren gehen. Und der Murat hatte die Idee, dass wir die Türen mit dem Parkett verkleiden. Den hatten wir noch übrig, weil unser Obergeschoss komplett mit dem Kersparkett verlegt ist. Es ist ein richtig wunderschöner Boden, richtig warm und vor allem hat er diese schönen Strukturen hier mit dem Schwalbenschwanzmuster noch mit drinnen. Also echt schön. Da hatten wir was übrig und haben praktisch den Rest hier für die Türen genommen und den kleinen anderen Rest noch für die Wand in der Küche. Und das hat uns dann einfach eine Firma gemacht aus Hockenheim, der Holzschwab. Das war der Markus, der war dann da, hat sich das angeguckt und hat das dann für uns gemacht. Also richtig schön, vor allem sind das richtig massive Türen. Also ich glaube, die Jungs, die haben die irgendwie zu viert getragen. Eine richtig schöne, große, schwere Tür. Und die schließen hier einfach schön mit der Wand ab. Und ich finde es richtig genial. Also hätten wir eine weiße Tür genommen, wäre, glaube ich, alles so ein bisschen zu wenig geworden. Aber die Parketttür, die ist schon der Knaller. Ich wollte ja ursprünglich hier sitzen, weil ich finde, man hat von hier einfach den besten Blick in die Wohnung, nach draußen und hier nach draußen. Aber ich habe ein Problem und das habe ich schon in der alten Wohnung gehabt und auch schon in der davor, nämlich die Lampe da oben. Uns fehlt immer noch eine Lampe hier oben in der Galerie. Wir haben hier praktisch den Bereich offen gelassen, damit so oben und unten ein bisschen gemeinsam bleibt und nicht ganz abgetrennt ist. Und damit man auch von oben mal nach unten rufen kann, wollte ich jetzt sagen, dass man auch runterschauen kann und dass es hier einfach schön offen ist. Aber uns fehlt immer noch eine Galerielampe. Und ich hoffe, dass uns da bald eine Idee kommt, denn so kann es nicht bleiben. Vielleicht habt ihr eine Idee. Vielleicht wisst ihr, wo und wie ich hier oben eine Lampe befestigen kann, die hier wirklich gut kommt. Weil so kann es jetzt nicht bleiben, die nächsten Jahre. Ich kenne das. In unserer alten Wohnung waren wir 5 Jahre
und da hängt immer noch das Kabel. Hinter dieser Tür versteckt sich übrigens Murats Büro. Hinter dieser Tür das Gästebad, das zeige ich euch dann nochmal separat. Und hier dazwischen war eigentlich der perfekte Platz für ein Klavier. Samira hat im September mit dem Klavierspielen angefangen. Ein Klavier kaufen ist schon so eine heikle Sache, denn es ist nicht ganz günstig. Deswegen haben wir uns fürs Mieten entschieden. Denn wir haben auch gedacht, ich meine, Kinder, die haben ja immer mal eine Idee, wollen was machen und dann verlieren sie den Spaß dran. Jetzt spielt sie schon seit mehreren Monaten, spielt auch echt gut. Wir haben trotzdem die Möglichkeit, das Klavier immer wieder zurückzugeben, falls sie irgendwann sagt, sie möchte nicht mehr, was aber sehr schade wäre. Jetzt im Moment zahlen wir einfach eine monatliche Miete und wenn wir irgendwann sagen, wir wollen es übernehmen, dann wird einfach die Miete angerechnet, wie praktisch so ein Mietkauf, ne? Und dann können wir es einfach kaufen und irgendwann auf die Jahre hinweg gerechnet ist es dann auch echt gut. Also ich selber kann nicht spielen, aber ich hoffe, dass Samira es mir irgendwann beibringt oder vielleicht habe ich irgendwann Zeit, zur Klavierstunde zu gehen. So, alles was ich kann ist... Oder, warte, ich muss immer zählen. Seh. Ich mache das immer mit Zahlen. Und damit das Klavier hier nicht so ganz alleine steht, habe ich mir gedacht, wer passt hier besser dazu als Beethoven? Also habe ich für Samira Beethoven gemalt und zeige euch jetzt mal in der Werkstatt, wie ich das angestellt habe. Zuerst sucht ihr euch dafür jetzt ein Foto oder am besten eine Zeichnung aus dem Internet aus und skizziert sie dann auf die Leinwand. Ich mache Beethoven jetzt auch nicht zu groß und lasse oben noch Platz für Noten und für Schrift. Und falls euch das Freihandaufzeichnen schwerfällt, dann könnt ihr das Bild auf die Leinwand projizieren. Oder ihr könnt es auch ganz groß ausdrucken und mit Hilfe des Ausdrucks dann Schablonen erstellen und die helfen euch dann beim Vorzeichnen. Und lasst euch da beim Vorzeichnen ruhig auch etwas mehr Zeit. Als nächstes suche ich mir dann die Farben aus. Ich verwende jetzt hier Acrylfarben und ich nehme natürlich die Farben, die ich auf dem Bild sehen möchte. Ich orientiere mich da jetzt an unserem bunten Patchwork-Teppich, sodass einfach ein farbenfrohes Bild entsteht. Und die Farben trage ich dann einzeln mit einer Palette und teilweise auch mit einem Pinsel auf. Die Farben werden so untereinander gemischt, aber ich möchte dennoch einzelne und knallige Farbakzente setzen. Beim Hintergrund könnt ihr euch auch wirklich sehr lange Zeit nehmen, schaut euch das Bild auch gerne mal aus der Ferne an, tretet ein paar Schritte zurück und dann seht ihr es auch immer richtig schön. Als nächstes gestalte ich Beethovens Anzug und der wird jetzt so ein bisschen dunkelblau und ich verzichte hier auch auf zu viele Details. Ich achte jetzt hier einfach nur ein bisschen auf Licht und Schatten und das war's im Prinzip auch schon. Thank you.
Soweit kam ich jetzt beim letzten Mal. Ich habe jetzt das Bild einfach trocknen lassen und werde jetzt hier die Feinheiten weitermalen. Und ja, ich gucke jetzt einfach, wie sich's entwickelt. Ich fange jetzt erstmal mit dem Gesicht an. Da nehme ich jetzt den Pinsel und eine Palette. Dann nehme ich einfach meine kleinen Winkelpaletten, einmal in spitz und einmal vorne in rund. Ich habe jetzt einfach zwei hier für die Werkstatt zu malen und die anderen sind in der Küche. Und damit lässt sich die Farbe wirklich auch super dreidimensional aufstreichen und vor allem vermischen. Und man kann auch einzelne Gesichtskonturen machen. Also die sind wirklich richtig schön präzise. Ja, so arbeite ich jetzt erstmal weiter. Das Gesicht soll natürlich ein bisschen heller werden, aber trotzdem so ziemlich abstrakt. Also kein echtes Gesicht, sondern eher so ein abstraktes Gesicht. Und die Haare, ich glaube, da denke ich mir irgendwas Verrücktes noch aus. Meist fange ich einfach irgendwie planlos an. Das heißt, ein bisschen gelb und weiß. Die Stirn sollen ein bisschen heller werden. Und hier auf der rechten Seite mache ich die Schatten. Also links heller, rechts Schatten. Und ich glaube, dann entsteht es einfach. Und immer da, wo praktisch Gesichtszüge sind, habe ich ja Licht und Schatten. Das heißt, an der Wange zum Beispiel oder bei der Augenbraue, da muss ich jetzt einen Schatten reinziehen. Auch bei der Nase, das habe ich vorher so ein bisschen vorstrukturiert. Auch hier. Und wenn ich da die Schatten reinziehe, dann wird es erst dreidimensional. Es gibt keine Bilder, auf denen Beethoven lächelt. Das war irgendwie ein sehr nachdenklicher Mann. Ja. Ich versuche ihn nicht zu böse zu machen. Ich meine, Samira muss ja dort Klavier spielen und nicht, dass er die ganze Zeit zu böse auf ihre Finger guckt und dann kriegt sie Angst. Bei den Haaren wähle ich jetzt eine etwas wildere Frisur. Ich glaube, das ist jetzt so ein Mutant geworden zwischen Beethoven und Einstein. Gefällt mir so aber schon ganz gut. Beim Gesicht wollte ich eigentlich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ist mir da mal doch nicht so ganz gut gelungen und es wurde wirklich viel zu detailliert und gerade hier bei den Augen gefällt mir das Gesicht gar nicht. Also habe ich es am Ende dann doch wieder weiß übermalt. Also das Gesicht einfach etwas abstrakter gestalten und dann wirklich nur ganz minimal Gesichtszüge andeuten. Oben habe ich ja noch Platz gelassen für Noten und für die Schrift. Da kommt der Notenschlüssel hin und ein paar einzelne Noten. Eigentlich wollte ich die 5. Sinfonie draufmalen, aber die war mir dann doch ein bisschen zu komplex und mit den Noten kenne ich mich nicht ganz so gut aus. Also war es wahrscheinlich eine
falsche Komposition, aber jetzt ist es zumindest meine eigene. Man merkt einfach, ich bin sehr unmusikalisch, aber ist nicht schlimm. Unten links schreibe ich jetzt noch das Geburts- und Todesjahr von Beethoven auf und dann ist das Bild schon komplett. Ich würde mir beim Malen immer gerne noch etwas mehr Zeit nehmen. Dieses Bild ist jetzt so an 3 bis 4 Abenden entstanden und ich habe immer so etwa eine halbe Stunde bis Stunde gemalt. Und nach dem Trocknen kann es dann einfach an die Wand angebracht werden.
So, meine Lieben, das war's schon. Das war unser Wohn- und Esszimmer. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Auf Instagram habe ich schon eine Umfrage gemacht. Welchen Raum möchtet ihr als nächstes sehen? Wollt ihr zuerst das Schlafzimmer sehen oder wollt ihr zuerst die Badezimmer sehen? Stimmt gerne einfach mal ab. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und ein paar Deko- und Wohnideen geben. Vielleicht habt ihr auch noch Ideen für uns, vor allem was die Lampe betrifft. Aber auch so, vielleicht sagt ihr, guck mal, hier oder da wäre was anders oder was schöner. Jedenfalls liebe ich mein buntes Wohnzimmer, den Teppich, das Sofa und alles andere. Wir haben uns wirklich super eingelebt. Es ist sehr, sehr gemütlich. Und ich freue mich schon drauf, euch die nächsten Räume zu zeigen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!